Kapitel 9 Geschichten und Offenbarungen. Diese Kleider sind so bequem. Ja. Hey, komm her, du Schlafmütze. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Wie ein Traum? Ja, genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's! Wuhu! Es ist wunderschön! Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja, lass uns gehen. Erkunde die Insel. Ja, das... Muss man grad... ein bisschen evaluieren hier. Tolles Wetter, um die Gegend zu erkunden. Ja! Inselentdecker! Finden wir erst den Ausgang. Sieh dir das an. Die ist so groß. Ist das geil. Ist das geil. Aber wisst ihr, was auch noch geil ist jetzt? Ich nehme jetzt schon... ich nehme die ganze Zeit schon am Stück auf jetzt, glaube ich. Wir sind jetzt bei Folge 14, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll irre. Ich muss schlafen. Wir haben mittlerweile... das sage ich lieber nicht. Nee, Sonne guckt noch nicht raus. Okay, alles klar. So, ich werde auf jeden Fall jetzt schlafen gehen. Ich bin mega fertig. Furchtbar. So, also... das Spiel mega, mega cool. Also ich weiß nicht, wie es euch geht beim Zuschauen, aber... es ist einfach wunderschön. Es ist einfach wunderschön, das Spiel. Es ist so episch in vielen Situationen. Es sieht so gut aus. Die Charaktere, alle so klasse gemacht und geschrieben. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Pause. Und wir sehen uns dann, glaube ich, hier vielleicht wieder. Ja, wir sehen uns hier wieder. Ich brauche jetzt erstmal 6 oder 7 Stunden Schlaf. Also dann, bis. Ja, grüßt mir den Zukunftsragi und wir sehen uns dann wieder. Also, denn bis dann. Overplayed and out. Tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahmesession. Ja, bei einer neuen Aufnahmesession bei dem Spiel A Plague Tale Requiem. Wir sind in dem Schloss oder in der Villa, in der Finca, was auch immer das hier sein soll, sind wir ja angekommen. Wir wurden herzlich aufgenommen. Uns wurde ein Zimmer zuteil, uns wurde Gastfreundschaft zuteil. Es ist einfach schon wieder einmal in diesem Spiel zu schön, um wahr zu sein. Es ist mal wieder zu schön, um wahr zu sein und ich... wenn ich nicht wüsste, dass das ganze Spiel teilweise furchtbar ist, von den Geschehnissen her, würde ich sagen, oh, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren und so und dann hat sich das. Ich zähle auf dich, verstanden? Halt die Augen offen. Ja, mit der Sperrangel. Weit offen. Sperrangel weit offen. Oh, das ist merkwürdig. Ja, ein wenig schon.
Aber wir wissen ja, dass das Spiel wahrscheinlich noch einige schreckliche Dinge für uns bereithält. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. So groß. Ich würde mich verlaufen. Könnte mich dran gewöhnen. Wärst du dann eine Gräfin? Oh nein. Zu viel Verantwortung. Oh. Entschuldigung. Dieser Ort ist nur für Hauspersonal. Tut mir leid. Hauspersonal? Wie unsere Bediensteten zu Hause. Okay. Tschüss. Es ist noch sehr ruhig. Es ist sehr ruhig noch alles. Guten Tag auch. Guten Tag, danke. Guten Tag. Wird ein heißer Tag heute. Das ist wohl wahr. Kaum vorzustellen, wie sich das mit Helm anfühlen muss. Tja, gestern im Hafen ging es ein bisschen rund, von daher... Stimmt. Wohl wahr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Endlich mal... Geht es da raus? Denke schon. Fragen wir die Wache. Endlich mal schön an Wachen vorbeizulaufen, ohne dass die einen killen wollen. Man sieht, dass der Graf reich ist. Woran? Zu viele Wasserbecken. Das stimmt wohl. Wie es den Leuten hier wohl geht? Ob es hier auch so arme Slums gibt? Hallo. Hallo. Dürfen wir rausgehen? Sicher. Genießt die hellen Tage. Gut geschlafen? Hallo, Sophia. Schön, dich zu sehen. Woher wusstest du, wo ich euch finde? Das ist mein Leben, Schätzchen. Früh aufstehen, beobachten, lauschen und das Beste draus machen. Dass Anno hinter Gittern sitzt, weiß ich auch. Ja, dieser Mistkerl. Er verdient es. Er verriet uns und hat Hugo benutzt. Welchen Nutzen könnte so ein winziger Kerl denn in sich tragen? Oder bist du nützlicher, als du aussiehst, kleiner Mann? Ich meine es ernst, Sophia. Anno mag dein Freund sein, aber er hätte uns fast getötet. Also habt ihr gestern Abend seine Gefangennahme mit dem Grafen und seiner Frau gefeiert? Nein, die sind unwichtig für mich. Ich knie vor niemandem, Sophia. Keinem Grafen, keinem König, vor keinem. Nur Hugo ist mir wichtig. Alles klar. Ich habe einen Nerv getroffen. Ich habe dich nur geärgert. Ich weiß nun mal gern, wer meine Freunde wirklich sind. Was ich hier höre, gefällt mir. Kommt. Drehen wir eine Runde. Ja. Ja, Misia passt immer sehr genau auf. Gut, sie hat auch genug Mist miterlebt. Ich habe mich heute Morgen etwas umgesehen. Wisst ihr schon, wohin ihr geht? Noch nicht, nein. Lasst euch Zeit. Das Wetter ist schön, die Leute feiern, selbst die Wachen sind freundlich. Nur deshalb sind wir noch nicht im Gefängnis. Ich traue der Sophia irgendwie nicht. Nennt mich paranoid, aber irgendwie habe ich bei ihr ein komisches Gefühl. Oder es liegt einfach am Spiel generell, dass man da mit allem rechnen muss. Oh, ein Vogel! Ja, stimmt. Ist das der aus deinem Traum? Fast. Irgendwie komisch. Er scheint auf etwas zu blicken. Oh, eine Schatzsuche. Jetzt schon? Also, mal sehen, was er sieht. Ein Traum und ein Vogel, was? Hugo hat oft von diesem Ort geträumt, schon bevor wir überhaupt herkamen. Und jedes Mal kam ein Vogel vor. Na gut, warum nicht? Und da ist noch eine Vogelstatue. Schnitzeljagd? Da! Er hat einen anderen Vogel angeschaut. Ja, stimmt. Und wo sieht der hin? Finden wir es heraus. Hier ist alles so anders als in Guyenne. Selbst die Gerüche. Ja, es riecht heiß. Ist es in Guyenne nie heiß? Nicht so wie hier. Glaub ich dir.
Der guckt in diese Richtung, aber ich habe noch keine Statue gesehen. Doch, da! Ich guck nur mal gerade hier lang. Schon den Himmel gesehen? Ja, könnte mir keine helleren Tage wünschen. Ich hoffe nur, es wird nicht noch heißer. Nein, das Wetter wird perfekt. Dem Sohn sei Dank. Hoch! Warum haben wir hier die Möglichkeit, runter und hoch zu springen? Ich will nicht. Ah! Blickt okay. Er da etwa auf ein Zelt? Ein jahrhundertealter Vogel interessiert sich für ein Zelt. Sollen wir es uns ansehen? Meiner Frau. Ja! Vielleicht haben wir dieses erstmal zu Jahr dem. Endlich Glück. Ich hoffe es. Ihr habt euch den Segen des Sohns verdient. Hey da oben! Essen ist fertig! Danke! Nur noch ein paar Ziegel. Oh, er blickt auf das Haus da. Dort könnte deine Antwort sein. Oder ist da noch einer? Schauen wir es uns an. Da ist noch einer. Wir waren schon wieder ein bisschen schneller. Schönen guten Tag. Was gibt's denn zu essen? Wir haben gesehen, dahinter ist noch ein Vogel. Da oben. Ich guck da. Da ist noch ein Vogel. Aber vorher gehen wir noch mal ins Haus rein. Das wurde nicht umsonst erwähnt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Oh, scheint nichts Interessantes zu sein. Bist du fertig? So gut wie. Ich verpasse sonst die Zeremonie. Möge sein Feuer uns den Weg erleuchten. Oh. Gasthaus? Die sehen glücklich aus. Sind sie auch. Ich hoffe, die Zeremonie heute Nachmittag wird ein Erfolg. Ja, das Festmahl wird grandios werden. Dieser Sohn scheint nett zu sein. Muss er ja. So viel Trubel, die um ihn gemacht wird. Oh, ich wäre ja so gern bei der Zeremonie dabei. Dieser Roben. Ist denen überhaupt klar, was auf dem Kontinent passiert? Muss ja eigentlich. Daher der Alkohol. Wir gehen mal weiter zum Vogel. Aber ist alles sehr lebendig. Richtig schön gestaltet. Boah. Richtig schön gestaltet. Hallo. Peter. Hallo. Wir sehen uns nur die Statue an. Tja, lasst euch nicht stören. Ah, da oben. Wo ist der nächste Vogel? Bestimmt hinter dem kleinen Hügel versteckt. Vorwärts. Die Jugend sucht jetzt schon Steine statt Gold. Das ist ja alles ganz schön. So ändern sich die Zeiten, ne? Eigentlich heillose Ketzerei, oder? Ja, man muss Graf sein, um sich dieses Risiko erlauben zu können. Die Insel ist so abgelegen. Das hilft vermutlich. Und Gold kann jedes Auge verschließen. Natürlich, hier juckt's kein. Da ist, wenn man irgendwelche heidnischen Gottheiten anbetet. Noch einer! Mensch, ziemlich große Vogelsippe. Suchen wir den nächsten. Stellt euch vor, wir finden ein Nest. Nein, das muss etwas zu bedeuten haben. Sicher. Glaub ich auch. Die Vogeljagd geht weiter. Ja, gleich. Ich gehe erst hier oben hoch. Natürlich guck ich mir das an. Das ist ja nicht umsonst alles so. Oh, es ist so schön. Es ist so schön gestaltet. Ich liebe dieses Spiel. Windmühlen. Können wir reinschauen? Klar. Warum nicht? Sag mal, warum faszinieren dich Windmühlen so? Sie sehen aus wie Riesen mit lustigen Schildschwertern. Junge, ich sehe nur olle Weizenmühlen. Ich weiß, Sophia. Ich weiß. Diese Fantasie kann nur ein Kind haben. Oh, was macht diese Kurbel? Mag eine Bremse sein, um die Mühle anzuhalten. Wieso sollte ich sie anhalten? Und jetzt? War das jetzt gut oder schlecht?
Ich war's nicht. Entschuldigung, ihr solltet mal gucken mit eurer Windmühle. Da ist irgendwas faul. Die dreht sich nicht mehr. Hier kann ich auch irgendwas machen? Ist das alles relevant hier? Oder entdecke ich hier Sachen, die ich vielleicht nicht entdecken sollte? Komm, hoch mit dir. Alles klar. Leise verschwinden. Bringt uns das irgendwas jetzt, ohne Scheiß? Wir halten hier die ganze Mehlproduktion behindern wir. Ist das nicht eigentlich böse? Natürlich. Frage. Ja. Ah, okay. Okay, wir müssen zurück. Nein. Ich kann gar nichts machen, oder was? Gar nichts machen. Ah, doch, warte. Ich will. Kann ich rüber? Da sind Kennzeichnungen drauf. Guckt mal. Da. Zwei Fische, denn die Berge und Nummer 3. Das hat irgendwas Hartes zu bedeuten. Ich komme aber nicht weg, ne? Los, Hugo. Was denn? Aber da komme ich nicht hin. Wo denn? Ja, ich muss ja hier unten ran. Aber ich komme da halt nicht hinten ran. Habe ich gerade einen Bug entdeckt? Das überlasse ich dir, Hugo. Geht nicht, Amicia. Reiß dich mal zusammen! Hä? Ich kann nur vor. So. Und zurück. Mehr geht nicht. Ich glaube, ich bin schon wieder zu schnell. Wisst ihr was? Wir folgen jetzt erstmal den Statuen. Wie können hier so viele Blumen wachsen? Vielleicht hat der Sohn der Glutasche tatsächlich Macht über diese Insel. Ich würde auch gern Blumen wachsen lassen. Ich würde gern Gold wachsen lassen. Gold riecht aber nicht gut. Gut, du hast gewonnen. Ja, danke. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier können wir aber runter. Können wir nicht, Alter, wir können nicht. Okay, der guckt in die Richtung. Ups. Moin. Was gucken die da? Juhu, ich bin der Sohn der Glutasche. Bist du nicht?
Doch, guck mal. Ich beherrsche die Sonne. Du machst rein gar nichts. Ich zeig's dir. Hier, wart nur ab. Wir sollten am Fluss spielen. Okay, spielt ihr mal. So, hier hinten muss noch ein Vogel irgendwo sein. Was geht hier vor sich? Wir gucken mal. Alles wartet. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn auf seinem Blutbett ruhend. Das war komisch. Es ist ein Gebet über das Leben und Kinder. Ah, irgendwann wirst du es verstehen. Nichts ist tot. Alles schläft. Interessant. Bist du müde, Hugo? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß. Vogel! Sind wir eine Spirale gelaufen? Und wir kommen der Mitte näher. Naja, bestimmt zu der Ruine da vorne. So. Ab durch die schmale Spalte. Das muss es sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja. Sieht wichtig aus. Mal sehen. Ist das nicht sowas wie ein Forum? Warum kann ich mich hier verstecken? Warum, Leute, warum kann ich mich hier verstecken? Da, der Vogel. Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Warum kann ich mich hier verstecken? Ich erwarte eine Antwort. Ah, hier ist noch eine Kiste, habe ich gar nicht gesehen. Schande über mich! So. Achso, hier soll ich was abfackeln. Okay. Nein. Nein. Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da
Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne! Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne! Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los! Ja, jetzt wird geklettert! Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich weiß nicht, ob das alles so toll ist. Kletter hoch. Aber ja. Wie ist denn das? Können uns die Ratten vor... Also, die Ratten, die sind ja da hinten gewesen. Aber wir sind jetzt übers Meer gefahren. Da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Es. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja. Was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider wahr, Sophia. In Gayenne jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Und hepp. Aha. Es wirkt irgendwie fast hypnotisierend, diese ganze Geschichte hier. Auch die musikalische Untermalung, der Score, das ist... Irgendwie wirkt das Ganze mega hypnotisierend. Ach komm, eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Zack, Fuß gebrochen. Scheiße, Spiel zu Ende. Okay, warte, gehen wir mal außen rum. Aha. Dieses Fenster, da ist etwas drin. Hugo? Was drin? Volltreffer. Gehen wir zurück. Ja, nehmen wir den Turm ein. Oh, du bist also ein Eroberer. Nur Türme. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Genau. Ist bei Frau... nee, das sage ich jetzt nicht. Entschuldigung. Ah, ich wollte gerade was sagen, aber ich lasse es. Ich besteige lieber die Treppe. Ist. Vielleicht ja das Vogelnest. Oh, dort liegt er seine Eier. Glaubst du, mein Vogel ist eine Mama? Wer weiß. Blöde Leitern. Oh. Ja, scheiße, ne? Wenn man nur die See gewöhnt ist. Ah, Werkbank. Guck mal. Ich gehe zuerst hier hoch. Wir sind fast oben. Na dann los. Oh, hier kann man alles sehen. Hat sich gelohnt. Puh. Nette Aussicht. Hier hat jemand gelesen. Komm näher. Jetzt kannst du dich wie dein Vogel fühlen, wenn er hier oben sitzt. Nicht wie irgendeiner. Wie ein Raubvogel. König der Vögel. Was siehst du? Ich sehe, wo ich jage. Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf drei. Eins, zwei, drei. Go!
Also gut, gehen wir wieder runter. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Übrigens, gut gekreischt, ihr beiden. Du warst auch ziemlich gut. Ich weiß, meine Kapitänsstimme. So eine braucht man, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Der Crew gefällt sie sicher. Noch hat sich keiner beschwert. Gut gekreischt, neue Erinnerung. Siehst du, geil, wir haben eine neue Erinnerung. Oh, ich fand das so schön. Mal sehen, was da drin ist. Zack. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich brauch... Was? Ich brauch bloß noch... Ah, okay, warte. Warte, ich brauche bloß noch ein Stück. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin, indem ich hier eins verwerte. So. Jetzt habe ich das eine Stück. Dann mal an die Arbeit. Jetzt tun wir unseren Köcher ein bisschen vergrößern. Wo sollen wir das vergrößern? Dann doch lieber das, oder? Dann sind wir nämlich ein bisschen flexibler. Dann brauchen wir keine Werkbank. Ich will keine Werkbank mehr brauchen. Nein. Hören. Mehr Bolzen. Das sollte die Sache erleichtern. Und danach kommt das. Jetzt haben wir nämlich drei Bolzen und drei Bolzen. Das sind theoretisch sind das drei ungepanzerte Gegner. Die wir platt machen können. Das kann uns noch mega den Hintern retten. So. Was sind das für Steine? Ach, guck mal. Das ist eine Windmühle drauf zu sehen. Und das ist die 1. Was bedeutet das? Das ist irgendein Rätsel. Ist dieses... Oder ich bin schon wieder zu schnell. Oder ich bin schon wieder irgendwie zu schnell. Ich bin schon wieder bestimmt da, wo ich noch nicht sein soll. Boah, wenn ich da jetzt ein Rätsel verpasse, ne, was mir irgendwas richtig Tolles gibt oder so, ne, dann raste ich aus. Das für welche? Moin! Amicia! Bienen! Bienenleute! Schon Honig. Gut. Die hier sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Ich auch. Wer nicht? Honig, geil! Ah, guck mal. Oh, ich liebe Honig. Ich liebe Honig. Am besten diesen
diesen Honig, der so streichzart ist. Nicht der, sag ich mal, flüssigere, sondern der streichzarte. Oh, geil. Da könnte ich mich tot dran essen. Geht nichts über Honig. Ja, ich habe gedacht, es wäre irgend so versteckter Pfad schon wieder gewesen. Wir müssen bestimmt rechts durch, weil wir links nicht durchkommen. Das ist er, der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen.